Hallo und herzlich willkommen im Wald. Was ihr hier seht, ist indisches Springkraut. Sollte den allermeisten wahrscheinlich bekannt sein. Das ist zwar ein scheißinvasives Dreckszeug, aber für irgendwelche Bushcraft-Survival-Vorhaben und auch als Nahrungsquelle durchaus sehr gut zu gebrauchen. Nichtsdestotrotz sollte man es am besten überall abpacken, wo man es finden kann. Denn es wuchert einfach alles zu, gehört hier nicht hin, verdrängt einheimische Arten, die an den Standort gehören, an dem dieses Zeug quasi nur noch steht. Und zwar ganz allein, ohne alles andere. Und ist deshalb scheiße. Eigentlich. Aber für uns nichtsdestotrotz eben nützlich. Ja, zu den nützlichen Eigenschaften gehört zunächst mal, dass die Stängel hohl sind. Das heißt, man kann da natürlich irgendwas drin aufbewahren, sie als Strohhalm, also als Saugröhrchen verwenden, möglicherweise auch als Atemröhrchen, wenn man sich unter Wasser versteckeln will, falls irgendwelche bösen Leute hinter einem her sind. Und das Zeug ist extrem leicht durchzuschneiden mit einem beliebigen Messer und gut zu bearbeiten. Man kann sich auch, wenn man richtig dicke Stängel hat, natürlich irgendwelche Halbschalen draus bauen und das Ganze dann auch irgendwie ein bisschen als Gefäß verwenden, um zum Beispiel Springkrautsamen drin zu sammeln und irgendwo zu bevorraten, wenn man gar nichts anderes hat. Wäre auch das eine Möglichkeit. Hier, wo ich jetzt gerade bin, gibt es gerade keine richtig dicken Stängel, deshalb wären nur sehr kleine Gefäße möglich. Tja, als Wassergefäß ist Springkraut aber nicht zu gebrauchen, denn in diesen Knoten, die ihr hier seht, also das da, die sind durchlässig. Da ist noch ein Loch drin. Das ist also nicht so toll wie dem Saki, sein japanischer Staudenknöterich, den er ja so gerne in diversen Videos präsentiert. Der ist schon besser, weil der hat halt eben dieses Loch, was hier zu sehen sein sollte, nicht. Na, da könnt ihr sogar durchgucken. Also sprich, zum Wasser, als Wassergefäß ist Springkraut nicht wirklich zu gebrauchen. In absoluten Notfall noch das Erdstück, also das, was quasi dann in die Wurzel übergeht, das ist unten dann dicht. Aber ja, gut, naja, in einer absoluten Notsituation ginge das halt eben mit dem untersten Stückchen, das zeige ich euch auch nochmal schnell. Tja, also für ein Wassergefäß müsste man also quasi dieses ganze Geraffel noch mit sich rumschleppen, weil allein schon, wenn man hier das letzte Stückchen abschneidet, ist das Ganze wieder undicht. Hier in dieser Verbindung wird sich nämlich auch wieder ein Durchlass befinden, wie in allen anderen Knoten auch. Aber so wäre das, wenn man jetzt hier oben das Wasser einfüllt, tatsächlich ein einigermaßen brauchbarer Wasserbehälter bis etwa hier unten. Ja, viel passt da natürlich nicht rein. Noch besser wäre selbstverständlich eine noch dickere Pflanze, aber naja, es würde wahrscheinlich einigermaßen funktionieren. Aber da hier jetzt auch wieder so ein sehr dünner Durchlass ist, wäre es auch wieder schwierig, das Wasser da rauszukriegen. Also besser als nichts. Und man kann damit Leute erschießen. Ping, ping, ping. Ja, genau. Ja, dann ist es noch möglich, Springkraut als Wassergefäß zu verwenden. Das ist so ähnlich wie beim japanischen Staudenknöterich, Stauden irgendwas, den der Saki immer vorstellt. Der wächst bei mir weit und breit nicht, habe jedenfalls noch nie welchen gefunden. Aber man kann ja auch Springkraut nehmen und da drin Wasser transportieren. Springkraut ist dafür nicht ganz so gut geeignet wie dieses japanische Staudenzeugs, aber man braucht halt zwei Stöpsel sozusagen. Denn diese Knoten hier sind durchlässig, also selbst hier der allerunterste am Wurzelende hat auch noch ein Loch. Und entweder schleppt man also quasi die komplette Wurzel mit sich rum sozusagen, also alles, was man mal aus der Erde rausgezogen hat, das ist dann am Ende natürlich auch dicht. Oder man sucht sich irgendein Stöckchen oder einen anderen Stopfen, mit dem man eben das eine Loch hier zumacht oder alternativ hier den entsprechenden Stängel dazu stopft. Das ist wahrscheinlich einfacher, als das Löchlein dazu zu kriegen. Und dann hat man hier sogar eine kleine Ausgießöffnung. Ja, toll, oder? Also es geht, es ist natürlich nicht super und allzu viel Wasser passt da auch nicht rein. Ob man da drin jetzt auch Wasser kochen kann, so wie es im Staudenknöterich funktioniert, wie der Saki ja schon so schön vorgezeigt hat, das weiß ich nicht, das habe ich noch nie ausprobiert. Ich glaube aber schon, dass das eigentlich möglich sein sollte.
Wer weiß, wie es geht, kann sich natürlich auch irgendwelche Flöten aus dem Zeug zurechtschnitzen. Meine hier dürfte aber, glaube ich, nicht funktionieren. Testen. Naja, klingt jetzt nicht so berauschend. Durch die zahlreichen Knoten am Springkraut ist es übrigens nicht so geeignet, als Matratze verwendet zu werden. Habe ich schon gemacht. Man kann dann einigermaßen gut drauf schlafen, wenn man dann mit Gewalt die Knoten quasi zerdrückt, also sein komplettes Körpergewicht immer auf jeden Knoten verlagert, damit die dann einigermaßen flach werden. Dann geht so halbwegs, aber naja. Also ich würde meine Matratzen künftig aus was anderem bauen wollen als aus Springkraut. Auch hier wieder, und da braucht man halt schon ordentlich Kraft. Also es geht natürlich, wenn man drauf liegt, nochmal erheblich einfacher. Man braucht halt einfach eine Weile Zeit, bis man das Zeug alles plattert und dann einigermaßen bequem liegen kann. Das dauert. Naja, aber es geht notfalls auch. Da das Zeug aber wieder relativ wasserhaltig und immer grundsätzlich ziemlich nass ist, ist es als Isoliermaterial eigentlich scheiße geeignet. Also absolute Notlösung eben zu diesem Zweck. Kommen wir zur Essbarkeit. Grundsätzlich ist die gesamte Pflanze essbar, also auch die Blätter. Natürlich schmecken die nicht, und die Blätter zu essen bringt einem natürlich jetzt auch nicht so viel, außer dass man einen vollen Magen hat, was in vielen Situationen sicherlich mentale Vorteile bringt. Aber so rein nährstoffmäßig könnt ihr die Blätter abhaken. Eine nährhafte Wurzel hat Springkraut auch nicht. Was es aber eben hat, ist das, was ihm den Namen gibt, nämlich diese lustigen Dinger hier, die, wenn sie dann entsprechend reif und dick sind, bei Berührung. Nein. Ja, jetzt. Zerspringen und entweder im noch nicht so reifen Zustand so kleine weiße Samen abgeben. Ja, und vor allen Dingen eben die dunklen Samen, je schwärzer, desto besser. Die sind A, sehr nahrhaft, und B, sind die auch richtig gut schmeckend. Also schmecken ziemlich stark. Also erstaunlich intensiv nussig eigentlich. Also nahezu wirklich lecker. Mir schmecken die eigentlich ganz gut. Man braucht natürlich ein Weilchen, bis man genügend von den Schwarzen gefunden hat. Je später im Jahr man sammelt, desto besser. Und je einfacher die entsprechende Knospe, wo die drin sind, zerplatzt, desto höher die Chance, dass man eben die Schwarzen kriegt und nicht nur die Weißen. Wobei man sagen muss, dass die Weißen auch essbar sind und auch Nährstoffe schon enthalten. Spricht also nichts dagegen, die Weißen, wenn man schon am Sammeln ist, dann halt eben mitzumampfen, solange man ohnehin nichts Besseres findet. Aber selbst wenn man gar keinen Hunger hat, so als kleinen Snack, finde ich, sind Springkrautsamen durchaus eine Überlegung wert. Also schmeckt wirklich so ein bisschen, ja, fast schon so walnussartig. Da sind auch Öle drin und ziemlich viel Fett infolgedessen durch das Öl. Das sind echt nicht übel. So einen ganz, ganz leichten bitteren Nachgeschmack möglicherweise, aber hält sich in Grenzen. Schluck Wasser hinterher, nachdem man ein paar Handvoll davon gemampft hat. Und von den Kalorien her sind die definitiv gut. Also da ist nichts dran auszusetzen. Wieder nur weiße. Nochmal leckerer sind Springkrautsamen dann natürlich im angebrutzelten Zustand. So ein kleines bisschen rösten in der Pfanne macht schon mal gleich noch mal viel besser. Und wenn man sich dann noch irgendwelche leckeren zusätzlichen Dinge dran schmeißen kann oder die Samen einfach so an seinen Salat schmeißt, sozusagen als Krokantersatz oder als Knusperwürfelchen, je nachdem, wie man das dann nennen möchte, das kann man selbstverständlich auch noch tun. Ist auch gerade dann eine gute Alternative, wenn man eben sich einen Outdoor-Salat gemacht hat, um den Magen wenigstens mit irgendwas voll zu kriegen. Dann hat ein Outdoor-Salat mit ein paar Springkrautsamen wenigstens ein paar Kalorien. Also ist eine ganz gute Ergänzung für diverse andere Sachen. Man kann natürlich übrigens auch die komplette Samenkapsel samt Inhalt einfach so futtern. Mir persönlich schmeckt das dann aber nicht so gut, aber geht auch. Die Erntezeit hängt übrigens davon ab, wie feucht das Jahr gewesen ist. Feucht und mild muss es sein, dann wächst das Zeug quasi überall, wo irgendwie geht.
Und kann dann auch bis zu zweimal im Jahr sogar wachsen. Also ein feuchtes, mildes Frühjahr, kein großartiger Winter. Dann ist das Zeug schon Anfang Sommer reif und kann geerntet werden und hat dann noch genug Zeit, um im gleichen Jahr bis zum Spätsommer bzw. Anfang Herbst nochmal reif zu sein und geerntet werden zu können. Ein doppeltes Springkraut, ja, ist natürlich eher die Ausnahme als die Regel und eigentlich auch nicht gut, weil sich dieses Scheißzeug dann wieder überall ausbreitet. Lediglich als Survival-Pflanze ist es nützlich für die Ökologie und für den Wald und so weiter und so fort. Es ist eigentlich nur schädlich und man sollte es, wie gesagt, umhauen, wo immer man es finden kann. Verwechselt werden kann das Zeug übrigens mit nix, gerade im reifen Zustand, wenn da eben diese aufspringenden Dinger dranhängen. Das ist absolut idiotensicher zu erkennen. Ich spare mir da sämtliche Bestimmungsmerkmale, die ich euch dazu erzählen könnte. Das ist einfach zu einfach. Jo, und das war es im Wesentlichen auch, was man mit dem Zeug anfangen kann. Entweder ausrotten oder Trinkhalme und ähnliches draus bauen oder die Samen futtern oder, wie gesagt, ausrotten oder hinterher ausrotten. Man kann es auch ausrotten, indem man sämtliche Samen futtert. Das geht natürlich auch. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.